alle Erdmännchen zu kastrieren, um da einfach ein bisschen die Reproduktion in der Gruppe zu stoppen und auch Ruhe in die Gruppe zu bringen, weil wo Hormone im Spiel sind, ist auch immer mehr Trubel im Spiel, als wenn keine Hormone im Spiel sind. Das ist wie im echten Leben und im Endeffekt ist das halt das Ziel für heute. Und am liebsten alle gleichzeitig, dann sind alle gleichzeitig auch mit ihrer Rekonvaleszenz beschäftigt und alle gleichzeitig wieder fit. Eigentlich ist es ja ein sehr kleiner Eingriff, von daher die größte logistische Herausforderung ist, glaube ich, das Hin- und Herfahren und die Narkosedauer, bis die Tierchen dann schlafen. Ja. Und wenn ich in die Halle gehe, sind die Erdmännchen weg. Deswegen warte ich jetzt lieber mal hier vor der Tür, bis die Pfleger die sicher haben, weil die kennen mich natürlich und nicht unbedingt als größten Freund auf ihrer Liste. Ja, das fühlen die dann halt so. Wer heilt, hilft, aber hat halt oft auch, bringt halt oft auch unangenehme Dinge wie Spritzen oder sonstige Geschichten mit. Und ja. Da haben wir noch einen, da sieht doch alles dick aus. Warte mal, ist das Fleisch kurz gepackt? Nee. Das ist noch ein bisschen nach hinten. Ja, dann muss man ein bisschen. Warte. Dann haben wir die da drüber und dann verriegelt der Automat. Achso, da kommt kein Mensch mehr raus. Cool. Wenn du mir einmal noch die Jacke drüber legst, warum nicht? Der will ich ganz so auf, ja. So, ja. Na dann. Dann kann der ganze Ruhe einschlafen. Ein bisschen Abluft, damit ihr das nicht alle mitkriegen. Tauschen wir auf diese Maske. Mhm. Und dann musst du die Box schnell auf diese Maske. Dann eben die Box schnell weg, weil die so stinkt. Dann die Maske drauf und fertig. So, alle mal einmal Luft anhalten. Im Endeffekt geht es ja um die Ausscheidung von Testosteron und die Haupthormon- oder Testosteronproduktion findet tatsächlich ja in den Hoden statt. Und wenn die nicht mehr da sind, fährt das auf null runter. Und das ist tatsächlich die Hoffnung, dass dann Spannungen dadurch sich in der Gruppe reduzieren.
gerade betäuben. Weil die Gasnarkose alleine ist mir nicht schmerzausschaltend genug. Das ist dann für die hartgesottenen YouTube-Fans. So festhalten mag. Also ein bisschen auf Spannung, ein Traum. Nur nicht so viel Spannung, dass es abreißt. Geht das für dich? Das kann weg. Zu groß. Oh, gut. Ein kleines Hautheft. Aber nett sind. Ja, wir arbeiten eigentlich nur mit Fäden, die sich wieder auflösen. Weil sonst müssten wir die Tiere ja nochmal fangen und Fäden ziehen. Und winzige kleine Hoden. Doch können die so viel Ärger machen. So, fertig. Kleiner Kerl, hast es geschafft. Ein bisschen was. Ein bisschen Schmerzmittel. Ein bisschen Langzeitantibiose, damit sich auch ja nichts. So. Das aus. Gut. Liegen wir? Geht so. Ja. Was ist mit dem anderen? Wäre mit Bett, oder? Nee, das ist ja jetzt
Mach mal.